Servus, ich möchte heute zeigen, wie man OVPN auf einen Asus-Router installiert. Wir haben einen ausführlichen Testbericht über OVPN verfasst und ich empfehle natürlich, den auch zu lesen, bevor man sich für den Anbieter entscheidet. Ich habe mich aber jetzt schon mal als Kunde bei OVPN registriert und suche mir dort die Anleitung für Asus WAT-Router raus, damit ich das installieren kann. Ich brauche hier ein paar Daten und als ersten Punkt müssen wir IPv6 in unserem Konto deaktivieren. Das ist recht wichtig, weil wir sonst am Anfang keine Verbindung aufbauen können. Jetzt melde ich mich mal in unseren Asus Router an. Ich habe hier ein Standardgerät, den AC85B verwendet. Es sind aber alle Asus Router im Prinzip identisch. Im ersten Schritt gehen wir am Asus Router auf WAN und ändern dort die DNS-Server. Das ist relativ wichtig. Dazu gehe ich hier auf Internetverbindung und dann sage ich bei automatisch mit DNS-Server verbinden Nein. Dann öffnen sich zwei Felder und ich finde hier einen DNS-Server von OVPN, den ich eintragen werde. Wie gesagt, das ist sehr wichtig, weil sonst verwendet man die DNS-Server des Internetanbieters und das Problem dabei ist, wenn man dann mit OVPN verbunden wird, werden die DNS-Server des Internetanbieters nicht mehr antworten und man kann keine Webseiten mehr öffnen. Darum ist das immer für mich der erste Schritt. Im nächsten Schritt laden wir uns jetzt OVPN-Konfigurationsdateien runter. Da kann man eigentlich jetzt wählen zwischen den Standard- oder Multihop. Multihop sind dann Kaskaden, erkläre ich später. Und ich lade jetzt hier die Datei für Österreich, Austria herunter. Die habe ich lokal jetzt bei mir gespeichert. Und ich gehe jetzt am Router auf VPN. Danach oben, ganz wichtig, auf VPN-Client, nicht zu verwechseln mit VPN-Server. Und kann hier ein neues VPN-Profil erstellen. Dazu gehe ich jetzt auf OpenVPN und sage jetzt einfach mal Austria. Und jetzt muss ich mir noch meinen Benutzernamen holen. Den habe ich nicht auswendig, sondern den habe ich hier gespeichert in einem Passwortmanager. Das heißt, ich kopiere ihn mir raus und hier füge ich ihn ein und hole mir noch mein Passwort, das ich hier verwende und füge es auch ein. So, und jetzt wähle ich die Datei aus, die wir vorhin runtergeladen haben, die Konfigurationsdatei. Das war diese hier und die fügen wir jetzt hinzu. Und ganz wichtig ist, wir müssen jetzt hier auf Hochladen klicken. Erst wenn man Hochladen klickt, wird die Datei hochgeladen, wie das der Name so sagt. Und wenn abgeschlossen steht, kann man das Profil speichern. Nun ist das Profil erstellt und ich kann es bereits aktivieren. Das heißt, ich baue jetzt eine aktive Verbindung zwischen dem Router und dem OVPN-Server auf, in Österreich in dem Fall. So, und jetzt zeigt uns der blaue Haken, wir sind bereits aktiv verbunden. Ich überprüfe das aber schnell, ich gehe dazu auf unseren IP-Test und wir schauen uns an, ob wir auch in Österreich ankommen. Ja, in Vienna, in Österreich sind wir angekommen, das heißt, die Verbindung steht. Jetzt zeige ich aber noch schnell, wie man auch noch eine zweite oder mehrere Profile hinzufügen kann. Nehmen wir jetzt einfach mal ein Profil, sagen wir mal Deutschland, das wir zusätzlich zur Auswahl am Asus Router hinzufügen. Jetzt muss ich mir wieder meine Benutzernamen und Passwort holen. Und die Konfigurationsdatei natürlich laden. So, Passwort vergessen. ich mache das oft, aber ich vergesse immer wieder ein paar Dinge. Aber es ist im Grunde ganz einfach, wie du siehst. Das heißt, hier wieder Benutzername, hier wieder Passwort. Man muss das ja auch nur einmal machen, ja, beim Anlegen der Verbindungen. So, und jetzt wähle ich die Datei, die ich vorhin runtergeladen habe, diesmal die aus Deutschland. Gehe wieder auf Hochladen, klicke wieder auf OK, bestätige damit die Übernahme und ich sehe da, ich habe ein zweites Profil, also ich habe jetzt Österreich und Deutschland zur Auswahl. Jetzt Tipp, man kann diese Seite, auf der wir jetzt gerade sind, auch als Favoriten im Browser speichern, kann die damit sehr schnell abrufen und einfach mit einem Klick auf eine andere Verbindung ändert sich der Status. Man hat jetzt gesehen, die erste Verbindung wird getrennt automatisch vom Router und die zweite wird jetzt aufgebaut und ist auch schon erledigt. Das heißt, über Favoriten im Browser kann man mit zwei Klicks den Standort ändern. Jetzt mache ich nochmal den IP-Test. Das heißt, da muss ich neu starten, damit er das wieder neu erkennt. Und ja, jetzt sind wir in Frankfurt. Also das funktioniert ganz einfach. Jetzt möchte ich noch ganz kurz zeigen, wie man KillSwitch integrieren kann. KillSwitch ist eine Funktion, die bedeutet, dass man, wenn VPN-Tunnel abbricht, nicht mehr ins Internet kann. Das ist ein sicherheitstechnischer Aspekt und das Ganze geht über den LAN-zu-WAN-Filter hier.
Hier wählen wir aus Ja und Weiße Liste. Weiße Liste heißt, wenn hier unten in dieser Liste etwas eingetragen wird, wäre das ausgenommen. Das nehme ich jetzt auf Anwenden. Und wenn das erledigt ist, dann wird es so sein, wenn der VPN-Tunnel aus irgendwelchen Gründen unterbrochen wird, wird der Router alle anderen Verbindungen blockieren. Das heißt, man ist auch sicher, damit seine eigene IP-Adresse nicht irrtümlicherweise verwendet werden kann. Ja. Man braucht eigentlich nicht viel weiteres tun. Im OVPN-Konfigurationsmenü kann man jetzt auch wieder IPv6 einschalten oder auch eine Kompression der Daten, was empfehlenswert ist, verwenden. Die kann man hier generell einschalten, gilt dann für alle Verbindungen und auch die Streaming-Services schalte ich immer ein. Das heißt, er unterstützt damit Netflix und andere Streaming-Plattformen, damit man hier nicht blockiert wird. Ja, und das war es eigentlich. So einfach ist das. Wenn dir unsere Anleitung gefallen hat, dann natürlich teile sie mit anderen, like sie. Du weißt, wie das auf YouTube läuft. Es freut uns auch, wenn du unsere Seite besuchst. Wir helfen dir auch sehr gerne per Live-Chat, Telefon oder auch per E-Mail. Alles gar kein Problem. Empfehle uns weiter. Vielen Dank und Servus, bis bald.